Hallo, der Matthias ist wieder hier. Ich freue mich, dass du mit dabei bist bei meinem neuen Video. Wie du sehen kannst, bin ich heute auch mal wieder draußen hier. Und zwar im wunderschönen sonnigen Thailand, in Pattaya. Und heute habe ich mich mal größtenteils zu Fuß auf den Weg gemacht nach Naklua zum Markt. Bin schon sehr früh aufgestanden, bin hier raus. Und jetzt schauen wir mal, was es hier alles so Schönes zu entdecken gibt. Mit dabei habe ich wieder die Action 2, die X2 und die Mini 2. Die Mini 2 bin ich jetzt hier auch schon geflogen, habe einige schöne Aufnahmen für euch machen können und die werde ich dann so zwischendurch auch mal mit einblenden. Okay, und dann wollen wir jetzt hier mal starten am Naklua Market. Wir gehen jetzt hier direkt von der Seepromenade einmal durch den kleinen Park und dann erreichen wir dann den Markt. Gut, dann können wir jetzt hier mal lang gehen mit der X2 und der Action 2. Die Action 2 benutze ich jetzt im 2,7K Modus, also nicht in der vollen 4K Auflösung. Ich werde das dann wahrscheinlich später abskalieren, ein bisschen hochskalieren, weil in der niedrigeren Auflösung bietet sie mir dann auch tatsächlich die Horizontstabilisierung und zudem den Anti-Verwackler, den Rocksteady 3.0. Und ich denke, damit werden die Aufnahmen schön ruhig, wenn ich so durch die Gegend laufe. Bei der X2 ist es sowieso sehr ruhig. Erstaunlich, dass du das so gut hinbekommst. Ja, okay. Das ist jetzt hier so diese Plattform, diese Terrasse hier am Naklua Market zur Seeseite hin. Bin ich auch schon einiges gerade mit der Dingens geflogen, mit der Mini 2. Die habe ich ja mit dabei. Das hat auch sehr gut hingehauen. Und jetzt gehen wir hier mal runter. Hier ist dann so ein kleiner Park. Vorsicht, Stolperfalle. Da kann man dann sitzen, wenn man sich vorher das Seafood gekauft hat im Market. Schön Meeresfrüchte. Die kann man sich dann gleich da grillen lassen und anschließend hier verzehren. Ist auch eine tolle Sache. Kleiner Spielplatz da hinten. Da habe ich dann heute früh auch schon gesessen und die Mini 2 gestartet. Ein paar Aufnahmen gemacht. Hier wird das Gras gewässert, sehe ich gerade. So. Schauen, was wir hier so filmen können. Einmal die Stufen hoch vom Clock Tower. Okay. Gehe ich hier mal lang. Das ist natürlich interessant mit zwei Kameras in der Hand. Aber dadurch spare ich mir dann einen weiteren Gang. Das war schon der König. Und hier siehst du dann den Markt. Den Naklua Markt. Da gehen wir jetzt gleich mal rein und rum. Das ist der König und der Uhrenturm. Okay. Mal schauen, was wir hier alles so finden. Hier gibt es schon ganz viele tolle Leckereien. Am Morgen frittierte Bällchenfisch und da haben wir frische Muscheln, 5 Baht das Stück und Krebse, sogar lebende Krebse. Hier die Gummi, die Auflösung erhöhen auf 120. Hier ist schon gerade ein Gong rausgefallen. Guck mal, hier ist einer rausgefallen. Der ist ja gerade rausgefallen. Thank you.
我改嫁 Dann gehen wir hier mal rein. Fangen wir mal von so an. Sehr schöne Tintenfische. Also frischer als hier kann man den Fisch in der Gegend kaum bekommen. Praktisch direkt vom Kutter. Und dann die großen. Ja. Die sehen ja auch toll aus.
mal den Kram. Ja, das war schon mal die Frischfischabteilung. Sehr beeindruckend. Und hier haben wir dann das Fleisch. Auch alles ganz frisch. Dann geht es noch ein bisschen weiter mit Fischen. Hier Gemüse. Ganz viel leckeres, gesundes, frisches Gemüse. Sehr leckeren, großen Fisch. Nicht mehr so viel. Gehen wir weiter hier in die Richtung. Macht nichts. Alles gut. Alles gut. Schuhe. Hier nur meine Schuhe aus China. Andere Plastikware aus China. So. Und da ist dann schon der Ausgang, einer der Ausgänge. Nach Nakula rein. Können wir uns jetzt gleich noch mal von der Seite auch nähern. Genau. Gehen wir hier mal runter. Katzengold, schöne Kleider für die Dame von Welt. Buddhistische Geschenke für Buddha. Hier ist wieder der Buddha-Baum. Und dann sind wir wieder im Markt. Hier ist der Laden für all diese interessanten Sachen. Göttergaben. Polizei. Hier. Der Hahn. Getrockneter Fisch. Ja,
viele getrocknete Sachen hier jetzt. Hallo. Und hier ist dann auch so eine Art Food Court, wo man dann ganz gut essen kann. Es ist hier alles komplett miteinander verbunden. Geliebten Fischdinger, günstig. Ja. Ganze Fische im getrockneten Zustand. Dinosaurierpackung Chips für die lieben Kleinen. Und hier sind wir dann wieder beim Fisch gelandet. Beim Fisch von Garnelen. Das ist dann wieder der Eingang vom Markt. Da waren wir ja vorhin auch schon mal. Ja. Das sind dann so die Eindrücke von diesem Markt in Nakhlua, mit dem ich mich dann hier jetzt auch gleich von euch verabschieden möchte. Da werden die frisch gegrillt. Können wir noch mal draufhalten. In der Hitze, in der Gluthitze werden die Leckereien dann zurecht gemacht. Ja. Okay. So, und mit diesen Eindrücken hier vom Fischmarkt oder überhaupt dem Markt in Nakhlua möchte ich mich dann von dir verabschieden. Ich danke dir ganz herzlich, dass du das Video wieder angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, weißt du ja Bescheid. Gib mir gerne einen Daumen nach oben. Lass einen schönen kleinen Kommentar da. Freue ich mich immer drüber, das weißt du ja. Falls du noch nicht den Kanal abonniert hast, kannst du das jetzt auch gerne machen. Die Glocke drücken. Ansonsten kennst du das ja, weißt ja, wie das funktioniert. Okay, ja. Und dann sage ich jetzt auf jeden Fall, bleib gesund, hab viel Spaß, unternehm was Schönes, so wie ich hier heute auf dem Markt in Nakhlua. Und ich würde mich, wie gesagt, freuen, wenn du auch das nächste Video wieder anschaust. Also mach's gut, bleib gesund, hab viel Spaß und bis bald. Dein Matthias. Thank you.